Das meine ich eben. Das geht nicht. Das holt einen ein. Im September 1999 fährt Margret Schülke mit ihrem Mann und Ute aus Berlin zu Daves 25. Geburtstag. Gefeiert wird im Dorfgasthaus, nahe Rex Gildos Bauernhaus. An diesem Tag sehen sie ihn zum letzten Mal. Doch Rex Gildo ist anders als sonst. Sehr still. Er hat glasige Augen und stark abgenommen. Doch er würde sich nie eine Auszeit erlauben. Stattdessen greift er zu den längst unentbehrlichen Tabletten und macht sich auf zum nächsten und übernächsten Auftritt. In Bad Vilbel bei Frankfurt werden am 23. Oktober 1999 in einem Möbelhaus 3000 Leute erwartet. Seine letzte Bühne. Am frühen Morgen ruft Rex Gildo Margret Schülke an. Die ist bei der Arbeit in der Bäckerei. Ich konnte ihn ganz, ganz schlecht verstehen. Er sagte immer, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll heute. Ich kriege das nicht hin. Ich habe kaum geschlafen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe jetzt leider überhaupt gar keine Zeit, weil eben die Kunden im Laden standen. Und ich sage, ich rufe dich an, sobald ich Feierabend habe. Das wäre so gegen 10 Uhr gewesen. Heute früh haben wir uns lange überlegt, wird er auftreten? Es ging ihm seit 2 Tagen nicht gut. Er hat einen Virus. Du bist alles für mich und dich zu lieben. Und habe dann nach 13 Uhr den Herrn Klingeberg am Telefon gehabt. Und der sagte mir dann, du, der Rex, der ist jetzt gerade auf der Bühne. Es ist eine Katastrophe, es ist ganz furchtbar. Und wenn ich Glück hätte, dann bleibe ich nicht so lange hier. Wegen der angeblichen Viruserkrankung wird die Autogrammstunde abgesagt. Auf der Fahrt zurück nach München eskaliert dann ein alter Konflikt. Dave will sich lösen, einen neuen Job suchen, endlich auf eigenen Füßen stehen. Sie kommen vor der Stadtwohnung an. Dave will hier bleiben, Rex will mit ihm ins Bauernhaus fahren. Es gibt einen lauten Streit auf offener Straße. Rex Gildo torkelt durch die Grünanlage, spricht Passanten an. Dave ist verzweifelt, weiß nicht, ob er Hilfe holen soll. Er ruft Margret Schülke an und schildert ihr die Situation. Der Rex, der rennt hier durch die Straßen, der ist fix und fertig. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gib ihn mir mal. Dann habe ich mit ihm gesprochen. Aber ich glaube, er hat überhaupt nicht mehr gewusst, dass ich am Telefon bin. Ich treffe meinen Bruder, hat er gesagt. Und sein Bruder war ja lange tot. Also den konnte er gar nicht mehr treffen. Und dann hat er noch gesagt, ich bin so fertig, ich bin so kaputt. Und das war's eigentlich. Aber das war alles nur noch so gelallt. Rex Gildo geht hoch in den zweiten Stock. Dave ruft jetzt den Notarzt. Als Rex Gildo die Sanitäter in der Wohnung hört, stürzt er sich aus dem Toilettenfenster. Dave kann auch seine Hand erwischen. Dann entgleitet er ihm. An Selbstmord glaube ich überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall. Ich halte das für den ganz tragischen Unfall. Ich glaube, wenn er da zum Fenster rausgesprungen ist, dass er nicht in den Tod springen wollte. Vielleicht hat er gedacht, okay, jetzt stürze ich mich in die Tiefe und da wird schon nicht viel passieren. Wenn jemand sagt, du pass auf, ich bestelle jetzt einen Krankenwagen oder wir gehen in die psychiatrische Klinik oder so, dass der Rex eine solche Panik gekriegt hat, dass ihn vielleicht jemand so in diesem Zustand, dafür war er ein zu großer Ästhet, genau, dass ihn jemand in so einem Zustand sieht oder dass er abgeholt wird, dass er das Fenster aufgemacht hat und runtergesprungen ist. Nun war es sehr hoch. Aber das
Das kann ich mir vorstellen, dass das eine absolut eine Kurzschlusshandlung gewesen ist. Rex Gildo wird mit schwersten inneren Verletzungen in die Klinik eingeliefert. Drei Tage kämpfen die Ärzte um sein Leben. Dann tritt der Chefarzt vor die Presse. Rex Gildo ist gestern Abend 23.45 Uhr bei uns auf der chirurgischen Intensivstation verstorben. Nach unserer Einschätzung war die akute Todesursache letztlich ein Herz-Kreislauf-Versagen. Drei Tage später lässt seine Frau Marion ihn als Ludwig Franz Hirtreiter in aller Stille beerdigen. Ohne Geschwister, ohne Fans, ohne Medien. Im gemeinsamen Grab mit Fred Miklay. Die Witwe lebt heute zurückgezogen in München und will öffentlich nicht mehr über Rex Gildo sprechen. Seinem Freund Dave wollte er die Hälfte seines Vermögens hinterlassen, doch das Testament war nicht rechtsgültig. Auch Dave will sich nicht mehr öffentlich äußern. Seine Fans sind ihm bis heute treu. An Gedenktagen legen sie Blumen aufs Grab, die rasch wieder abgeräumt werden. Die Witwe, so glauben sie, will ihn wenigstens im Tod für sich haben. Seine Fans sorgen für die Legende. Für sie liegt hier nicht Ludwig Franz Hirtreiter. Für sie bleibt er immer ihr Rex Gildo. Wir sehen uns nicht zum letzten Mal nach dieser schönen Zeit. Das Leben hält an jedem Tag ein neues Glück bereit. Erst 46 und schon im Ruhestand. Mit welch fragwürdigen Mitteln Beamte aus dem Job gedrängt werden.